Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Wupp, wupp, sehr schön. Moin, moin. Willkommen zu dieser späten Stunde. Danke, dass ihr da seid. Der ganze Rest wird wahrscheinlich drüben sitzen bei der Eurovision-Contest irgendwas. Das ist harte Konkurrenz für diesen Vortrag, das war uns bewusst. Umso fröhlicher sind wir, dass ihr jetzt hier seid und euch darüber informieren lassen wollt, was wir euch mitgebracht haben bezüglich der automatischen Analyse von Webseiten. Ich bin Tobi, ich bin aus Hamburg, das ist Pascal, Pascal ist auch aus Hamburg und wir haben zusammen mit der Uni Dortmund, wollte ich gerade sagen, Uni Darmstadt und Uni Bamberg privacyscore.org gemacht oder betreiben das und machen das immer noch und in diesem Slot würden wir gerne, naja, euch das Projekt vorstellen, zeigen, was es kann, was die Ziele sind, was wir in der Zukunft noch erreichen wollen. Und im Idealfall habt ihr auch Ideen, naja, was man noch machen kann mit Privacy Score und wie man das, wie man die Plattform noch benutzen oder erweitern kann und welche hoffentlich interessanten Daten man noch aus dieser Plattform heraus extrahieren kann. Jetzt überlege ich gerade, ob wir hier noch eine E-Mail-Adresse haben, aber haben wir nicht. Ich glaube, die haben wir am Ende ganz vielleicht. Am Ende. Ja. Haben wir auch diesen modernen, diesen Twitter, glaube ich, ist am Ende auch noch da drauf und so. Genau, ich bin Tobi, Pascal steht neben mir. PrivacyScore.org ist eine Plattform zur automatischen Analyse von Privacy and Security Properties von Webseiten. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt, nicht? Was heißt das? Die Fragestellung, die uns bewegt hat, war: Ist es eigentlich normal, dass wenn ich mich auf Hamburg, ne, unserer Heimatstadt, über Sozialhilfe informiere, wenn ich also die Webseite aufrufe auf hamburg.de und mir Sachen anschaue, die, naja, vielleicht ein bisschen, von denen möglichst wenig andere Leute vielleicht erfahren sollen, dass ich mich darüber gerade informiere, ist es eigentlich normal, dass andere Firmen davon etwas mitbekommen, dass ich mich gerade eben, ne, über dieses vielleicht touchy Subject informiere, dass ich da Informationen brauche. Und in dem Hamburg-Fall sehen wir, dass sich der Privacy Badger ordentlich beschwert darüber, dass Informationen gerade an dritte Parteien rausgeleitet werden. Und naja, nun stellte sich die Frage, ist das normal? Ist das die neue, die schöne neue Welt, in der wir leben, wo man sich nicht ungestört im Web über Dinge informieren kann, die man gerne wissen möchte. Und wir behaupten, es gibt kein Tool, welches einem diese Analyse erlaubt, schon gar nicht von verschiedenen gleichartigen Webseiten und dann auch nicht über die Zeit. Und mit privacyscore.org wollen wir also diese Frage beantworten, ist es normal, dass ich, naja, von dritten Parteien getrackt werde, dass ich dritten Parteien erzählen muss, dass ich mich über Sozialhilfe informiere, bei deutschen Städten meinetwegen. Und im Verlauf jetzt dieses Talks wollen wir präsentieren, wie das mit Privacy Score geht und wie wir das gebaut haben, wie die Implementierung aussieht, die das realisiert, diesen Test. Nun sagen gleich immer alle, ja, aber es gibt doch Webscanner zuhauf. Und die muss man auch sagen, ja, gibt es. Es gibt Webscanner zuhauf. Der bekannteste ist wahrscheinlich dieser SSL-Test von Qualys. Ist auch sehr schön, sehr schönes Interface. Man sieht gleich mit A bis F, wie gut oder wie schlecht die eigene, ne, Präsenz im Internet ist. Und man kriegt auch ein bisschen Detailinformationen darüber, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Aber es ist eben auch nur das, in Anführungszeichen. Also es geht hier bei dem Qualys-Test im Speziellen um TLS, ist fair enough, ist nicht gut, nicht schlecht, ist halt ein bisschen ein anderer Fokus als das, was wir uns wünschen. Von diesen TLS-Scannern gibt es noch ein paar andere ähnliche Dienste, die auch speziell TLS scannern. Es gibt auch ein bisschen Dienste, die noch ein bisschen mehr machen oder ein bisschen einen anderen Fokus haben. Einer davon ist das Webcall von den schwedischen Datenschützern. Die haben die haben einen Dienst gebaut, der privacyscore.org sehr nahe kommt. Oder andersrum, privacyscore.org ist inspiriert von diesem schwedischen Tool. Und
was dieses Tool macht, ist, es besucht die Webseiten und zeigt einem an, wie viele Cookies es gibt und wie viele Requests zu dritten Parteien gemacht worden sind und wie viele Tracker es gibt. Und das ist gut. Was man mit dieser Webseite jetzt nicht machen kann, ist, man kann nicht feststellen oder nicht einfach feststellen, ob hamburg.de jetzt speziell schlecht ist, ob hamburg.de eine speziell schlechte Webseite von einer deutschen Stadt ist. Also es gibt jetzt hier kein vergleichendes Element von gleichartigen Webseiten. Also keine, man kann nicht alle deutsche Städte jetzt hier in einem Ranking gegenüberstellen und sagen, oh, also hamburg.de ist jetzt besonders schlecht oder hamburg.de ist besonders normal im Vergleich zu anderen Städten. Es gibt vergleichende Scanner, es gibt Dienste, die einem gleichartige Webseiten vergleichen. Hier haben wir Secure the News mitgebracht. Das ist eine ganz hübsch gemachte Webseite und die haben speziell den News-Sektor eben, die Medienfirmen, die Nachrichtenfirmen im Blick und listen also auf, wie gut oder wie schlecht das jeweilige Publishing-Haus ist. Das ist gut, das ist nett, das ist schön. Ist jetzt für unseren hamburg.de-Fall natürlich ein bisschen schwierig, weil hamburg.de ist erstmal keine Nachrichtenseite und es gibt für diesen Secure the News-Dienst erstmal auch keinen offensichtlichen Weg, wo wir unsere deutschen Städte rein, oder wie wir unsere deutschen Städte da rein kriegen. Es gibt noch andere Dienste, die dann ein Bewertungsschema benutzen, was einmal vorgesehen ist und was dann nicht verändert werden kann. Also unsere Idee ist auch, dass wir es dem Benutzer überlassen, sich eine Meinung zu bilden und auch, es dem Benutzer überlassen, wie stark er ein gewisses Kriterium in seinem Ranking berücksichtigt haben will oder nicht. Ein besonders prägnantes Beispiel ist der Serverstandort oder die Serverstandorte. Wir haben einen Check bei uns drin in privacyscope.org, der den physischen Standort des Servers versucht zu ermitteln. Bisschen mit der Idee, dass man vielleicht lieber bei einer Bankkunde wird, die ihre Server nur in Deutschland stehen hat. Oder nur bei einem Mail-Provider-Kunde wird, der seine Mail-Server nur in Deutschland oder nur in Europa stehen hat oder so. So ein bisschen ist die Idee. Das könnte für jemanden relevant sein. Und das ist aber vielleicht für jemanden nicht relevant. Für jemanden, der einen amerikanischen Dienst scannert oder für einen Menschen, der dieses Bedürfnis nicht hat, ist dieser Test gar nicht so sehr relevant. Und dann wollen wir eine Möglichkeit bieten, dass derjenige, der privacyscore.org benutzt, diesen Test eben im Zweifel weniger gewichten oder vielleicht auch ganz untergewichten kann. Und solche existierenden Scanner jetzt hier habe ich das HTTP Observatory mitgebracht, da geht es halt nicht. Die haben ein Ranking und das benutzt man oder man benutzt es nicht. Ein ganz witziger Dienst ist Trackography, die fokussieren sich auch auf Nachrichtenagenturen und da kann man sogar dann sehen, wohin die Requests gehen und woher die Tracker kommen und so. Und von solchen Diensten gibt es noch, eine ganze Handvoll. Und wir glauben aber, dass das Feature-Set von privacyscore.org hinreichend unique ist, als dass die existierenden Scanner das nicht abbilden. Und zwar insbesondere dieses vergleichende Element von gleichartigen Webseiten, inklusive der der Attribute, man mit privacyscore.org ist die Idee, dass man Webseiten mit Attributen annotiert und dass man dann über diese Attribute Aussagen machen kann, wie beispielsweise Städte im Norden sind besonders anfällig für Tracking oder für das Hosten von Tracking-Code als Städte im Süden oder so. Vielleicht mit der Hypothese, dass die Städte im Süden generell ein bisschen reicher sind als die Städte im Norden und dass deswegen die Städte im Norden ihre Webseiten monetarisieren müssen. Also ist eine Arbeitshypothese. Kann man untersuchen wollen, diese Frage. Und wir behaupten, dass es bisher kein Tool gibt, um diese Frage, um diese Arbeitshypothese zu überprüfen. Mit privacyscore.org wollen wir so ein Tool bereitstellen. Diese Tools sind auch noch ganz nett, weil sie mitunter technisch sehr detailliert, eine sehr detaillierte Ansage machen, wie gewisse Ergebnisse zustande kommen. Die Zielgruppe dieser Tools
ist aber auch offensichtlich, also das steht hier auch irgendwo, dass die Serverbetreiber ganz im Fokus dieser Tools sind. Das ist auch okay, ist nichts Falsches dran. Wir wollen ein Tool bereitstellen, was nicht nur von den Betreibern von Webseiten benutzt werden soll, sondern auch insbesondere von dem mündigen Bürger, von dem souveränen Bürger, der sich informieren will darüber, was ihn erwartet, wenn er eine bestimmte Webseite besucht, um dann Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise, ne, bei welcher Bank werde ich Kunde oder welche Versicherung, welche Krankenversicherung nehme ich oder zu welcher Krankenversicherung gehe ich lieber. So, vielleicht gehe ich lieber zu einer Krankenversicherung, die ihre Mails in Deutschland abwickelt. Oder vielleicht gehe ich lieber zu einer Bank, die einen vernünftigen TLS, die ein vernünftiges TLS-Deployment hat. Solche Fragen kann man sich stellen als mündiger Bürger. Genau, Zielgruppe 1, der mündige Webserver. Zielgruppe Nummer 2, auch Server-Operator oder Betreiber von Auftritten, die wissen wollen, wie ihr Auftritt im Vergleich zu anderen Auftritten abschneidet. Also jetzt, wenn ich wieder bei den Banken bleibe, ist meine Bank besonders gut in TLS oder besonders schlecht? Kann ich das vielleicht sogar als Marktvorteil benutzen? Kann ich das sogar aktiv in meiner Werbung kommunizieren, dass unser TLS besonders gut ist? Oder muss ich vielleicht an unserem TLS-Deployment ein bisschen was feilen, weil alle anderen Banken sind besser? Und ich glaube auch, dass es bisher noch keinen richtig guten Dienst für Server oder für Webauftrittsbetreiber gibt, der einem Bescheid sagt, wenn, der eigene Auftritt ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn es Sicherheitsschwankungen gibt am eigenen Webauftritt. Beliebt ist, dass man mal das Git-Repository öffentlich rumliegen lässt oder dass man das Backup, das SQL-Dump öffentlich abrufbar auf dem Webauftritt liegen lässt, weil man, ne, man arbeitet gerade auf dem Server, dann macht man sich sein Backup und lädt es dann runter selbst und dann vergisst man, das SQL-Dump zu löschen. Und ich glaube, solche Sachen, die passieren und, also, nein, ich glaube nicht nur, dass sie passieren, sie passieren. Und die Leute, glaube ich, die lassen nicht freiwillig ihr SQL-Dump öffentlich abrufbar liegen. Ich glaube, die Leute lassen nicht freiwillig ihren Private Key öffentlich abrufbar liegen. Ich glaube, das passiert unfällig und mit privacyscore.org gibt es einen Dienst, der einem zumindest anzeigt, wenn irgendwas schief geht. Also Server-Operator oder Webseitenauftritte, die Betreiber von Webseitenauftritten sind auch eine intendierte Zielgruppe von privacyscore.org. Was wir noch wollen, ist, dass die Aufsichtsbehörden privacyscore.org benutzen. Eben vor dem Hintergrund, dass man gleichartige Webseiten vergleichen kann, dass es mit privacyscore.org ein vergleichendes Element gibt, um feststellen zu können, ob jetzt ein Vertreter einer Branche besonders gut oder besonders schlecht performt. Auch mit Hinblick auf die jetzt bald in Kraft tretende und von der alle jetzt wie wild aufgescheucht rumlaufen, die GDPR, die Datenschutzgrundverordnung, die auch, mit der du härter bestraft wirst, wenn du Privacy by Design nicht vernünftig umgesetzt hast. Und dann stellt sich die Frage, sofort, was ist Privacy by Design? Naja, das weiß noch niemand so genau, aber es könnte sein, dass die Frage, dass man die Frage so beantwortet, dass, wenn alle Vertreter deiner Branche einen bestimmten Schutzmechanismus umgesetzt haben und du aber nicht, dann wirst du vielleicht härter bestraft, als wenn ein Vertreter deiner Branche diesen Mechanismus umgesetzt hätte und bei dem dann Datenschutzverstöße festgestellt werden. Genau. Und das alles öffentlich und transparent. Das Hauptziel ist eigentlich, Transparenz zu schaffen, beim Besuch von Webseiten, dass man weiß und dass man sieht und dass öffentlich wird, was passiert, wenn man diese oder jene Webseite besucht. Und diese Transparenz stellen wir her, indem wir unsere Scans und unsere Daten öffentlich zur Verfügung stellen und dass jeder die Seite benutzen kann und die Daten daraus benutzen kann. Die Rankings, die wir erstellen, die sollen beeinflussbar sein von dem Benutzer, eben vor dem Hintergrund, dass die Leute sich selbst ihre eigene Meinung bilden können sollen mit den Daten, die wir liefern und nicht unbedingt auf die Meinung der Plattform angewiesen sind. Wir sind in Teilen noch nicht so weit, wie wir gerne wollen oder wollten, insbesondere mit dem Ranking. Da fehlt noch ein bisschen Code, dass man eigene Ranking-Schemes irgendwie hinterlegen kann und vielleicht auch verschiedene Ranking-Schemes auswählen kann. Nicht? Also ich möchte vielleicht
ein Ranking-Scheme für, weiß ich auch nicht, speziell für Webseitenbetreiber, für Mail, für E-Mail-Provider haben und vielleicht eins für Bank-Provider oder so, für, ne, weil ich für diese Art von Business unterschiedliche, weil mir da unterschiedliche Sachen wichtiger sind. Wie gesagt, mein E-Mail-Provider, von dem hätte ich vielleicht gern, dass die E-Mail-Server in Deutschland stehen. Von der Bank hätte ich vielleicht gerne, dass das TLS vernünftig ist. Und bisher haben wir diese Möglichkeit nicht, zumindest nicht komfortabel oder nicht so komfortabel, wie es geht. Und da sind wir auch noch auf der Suche nach Leuten, die da fähig und willens sind, Patches zu schreiben und uns, naja, wie soll ich sagen, mit uns die Plattform ein bisschen besser machen. Oh, jetzt habe ich irgendwas gedrückt, ne? Das tut mir leid. Wir sind große Open Source und freie Software-Freunde. Die Plattform gibt es auf GitHub, github.com/privacyscore. Kann sich jeder runterladen und selber betreiben, wenn er will. Das ist auch die Idee. Also wir unterstützen die Leute mit Freude dabei, die Plattform selbst zu betreiben und hoffen dann auf Feedback und Bug Reports und natürlich auch Patches. Was wir nicht machen wollen, ist einen aggressiven Pentester oder so. Also wir wollen kein Siegel vergeben für diese Seite hat keine Bugs oder so. Wir wollen nicht, dass unser Tool missbräuchlich benutzt wird, als um irgendwelche Seiten anzugreifen oder so. Ja. Und eines dieser der Features, die dieses vergleichende Element unterstützen, was uns relativ wichtig ist, sind diese Attribute. Nicht? Also man kann Webseiten annotieren mit bestimmten eben Werten, zum Beispiel hamburg.de ist im Norden oder so. Und dann kann man einen nächsten Eintrag in der Liste haben, bayern.de ist im Süden oder so. Das ist jetzt ein bisschen gesponnen. Wir werden gleich Beispiele sehen, wie das aussieht in der Praxis. Zum Beispiel hier sind die News, ist eine Liste von News-Webseiten, die gibt es auch auf privacyscore.org, kann man sich so anschauen. Und ein Attribut von diesen News-Webseiten ist jetzt das Land. Und dann kann man die Arbeitshypothese haben, dass amerikanische News-Websites generell mehr tracken als deutsche News-Websites. Kann man haben, die Arbeitshypothese. Jetzt hat man ein Tool, um das zu überprüfen. Man kann die Hypothese haben, dass die amerikanischen News-Websites ein besseres TLS-Deployment haben als die deutschen Websites. Könnte man überprüfen wollen, die Hypothese. Mit privacyscore.org hat man eine Möglichkeit, das zu überprüfen. Was haben wir noch für Listen? Wir haben zum Beispiel eine Liste von aktiven Linux-Distributionen und mit sämtlichen Metadaten, das passt jetzt hier alles gar nicht auf diese Seite drauf, aber jetzt hat man die Möglichkeit, diese Liste und die Ergebnisse entsprechend anhand der Metadaten, die dazugehören, zu korrelieren. Nicht? Jetzt kann ein findiger Data Scientist sich diese Daten ziehen und kann darauf hoffentlich interessante Queries stellen und hoffentlich interessante Erkenntnisse aus diesen Daten gewinnen. Oh. Was haben wir noch? Wir haben auch eine Liste von Chaos-Erfa-Treffs und Chaos-Treffs, Erfas und Chaos-Treffs. Und hier kann man auch dann entsprechend sehen, wie die jeweiligen Städte performen und wie die sich im Vergleich zueinander verhalten. Und das ist ganz cute, als wir das gemacht haben und wir das ein bisschen kommuniziert haben, dann ist den Leuten auf einmal aufgefallen, dass sie ja irgendwie Double-Click oder sowas einbinden. Und eigentlich hat kein Hackerspace ernsthaft Interesse, das zu tun. Und das war den Leuten gar nicht klar. Nur dadurch, dass wir die Liste hatten und dadurch, dass sichtbar war, dass transparent wurde, dass dieser oder jener Tracker eingebunden wurde, haben die Leute angefangen zu sehen, dass das mitunter ein Problem ist. Die Quelle von diesem einen Fall, den ich im Kopf habe, war ein eingebundenes Video über Vimeo. Also der entsprechende Hackerspace ein Video eingebunden gehabt, ne, Embed iFrame von Vimeo, und Vimeo hat dann weiterhin noch mehr Code nachgeladen und irgendwann hat dann über Bande gab es dann Requests zu einem Tracker. Und das war vorher war das nicht klar. Und mit privacyscore.org wurde auf einmal sichtbar, wurde transparent, dass diese Webseite, dass getrackt wird, wenn man diese Webseite besucht. Von ja den Institutionen, die eigentlich am wenigsten Interesse haben, aktiv Leute zu tracken. Von daher war das, glaube ich, schon ein Erfolg und ist auch ganz, ganz spannend, sich die Entwicklung über die Zeit mal anzuschauen. Da haben wir am Ende auch noch ein bisschen was mitgebracht, wie die Entwicklung über die Zeit passiert. Was testen wir eigentlich? Jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt,
was wir machen, aber wir haben noch gar nicht richtig gesagt, was wir eigentlich machen. Und vielleicht erzählst du uns ein bisschen, Pascal, was wir eigentlich tatsächlich jetzt checken, was die Kriterien sind, wie Webseiten gerankt werden. Genau, es gibt im Wesentlichen vier verschiedene Gruppen, in die diese Checks aufgeteilt sind. Das ist einmal zunächst dieses No-Tracking, dass eben eine Webseite den Benutzer nicht aktiv überwacht, indem man zum Beispiel aktiv Google Analytics benutzt oder irgendwelche Cookies setzt. Genau, eben Third Parties sind da eben oft, dass man eben externe Dienstleister nutzt, die dann diese Überwachung durchführen. Da gibt es dann oft halt auch Third Parties, die einfach so Dienste anbieten, aber auch verschiedene, die eben bekannte Tracker sind, von denen man eben weiß, zum Beispiel Google Analytics, das ist jetzt definitiv ein Tracker. Und wenn eine Seite sowas einbindet, dann weiß man daraus entsprechend, dass diese Seite aktiv den Benutzer eben überwachen möchte. Und das hatte Tobias vorhin auch schon angedeutet, eben die Serverstandorte. Das heißt, gerade für deutsche Webseitenbesucher ist es jetzt vielleicht spannend zu wissen, dass die alle Server in Deutschland stehen und dann im Zweifel da höhere Datenschutzstandards gelten, als wenn die Server jetzt zum Beispiel in den USA wären und vorher noch über die transatlantischen Datenleitungen in die USA gehen und dann wieder zurückkommen. Und da womöglich auch noch von anderen Leuten mitgelesen werden können, wenn womöglich keine Verschlüsselung da ist. Und das ist auch schon der nächste Punkt, das ist einmal die Verschlüsselung zur Webseite. Bietet die Webseite überhaupt HTTPS an? Und falls ja, leitet sie auch dahin um, weil für die meisten Nutzer, die einfach nur einen Browser installieren und dann im Web surfen, die werden praktisch keine HTTPS-Version nutzen, wenn nicht eben verbindlich dahin umgeleitet wird, weil die einfach nicht auf die Idee kommen, zu gucken, ob es vielleicht eine HTTPS-Version gibt. Das heißt, im Zweifel würden die dann einfach auf der unverschlüsselten Version surfen und das gar nicht mitkriegen. Das heißt, der Durchschnittsnutzer hätte dann eben halt gar nichts davon, wenn HTTPS nur angeboten wird, aber nicht dahin umgeleitet wird. Dann prüfen wir auch noch, ob das Zertifikat gültig ist und auch, was das für eine Keysize nutzt. Denn wenn die jetzt besonders klein ist oder das Zertifikat vielleicht auch schon relativ alt ist oder mit alten Standards generiert wurde, dann hilft es im Zweifel ja auch nicht so viel zu verschlüsseln. Und das geht erstaunlich oft schief. Also man würde meinen, insbesondere bei Krankenversicherungen, wird wenigstens ein gültiges Zertifikat da sein, nicht? Also mit Verlaub, wie schwierig kann sein, das ist 2018. Wir haben die Liste von Krankenversicherungen auf privacyscore.org, kann man jetzt nebenbei auch gucken. Und der prozentuale Anteil an Webseiten, die kein vernünftiges TLS haben, also so unvernünftig, dass nicht mal das Zertifikat validiert, der ist erstaunlich hoch. Also erschreckend hoch, muss man sagen. Ja, genau. Und gerade bei Krankenkassen, die ja dann entsprechend schon eher im Zweifel sensiblere Daten benutzen, ist das dann schon besonders erschreckend, dass nicht einmal in solchen Umfeldern dann ja im Zweifel vernünftig genug damit umgegangen wird. Genau, und dann gibt es eben auch noch verschiedene bekannte Schwachstellen, wie zum Beispiel Heartbleed, die eben seit längerem schon bekannt sind, wo man dann relativ einfach prüfen kann, ist der Server dagegen jetzt anfällig? Und wenn er das ist, dann ist es im Zweifel auch wieder hinfällig, dass überhaupt verschlüsselt wird. Genau, das Ganze machen wir einmal zur Webseite und dann auch noch zum Mail-Server. Denn wenn man vielleicht dem Betreiber der Webseite eine E-Mail schreibt, dann würde die E-Mail ja auch an den Server gehen. Und dann ist es natürlich auch spannend zu wissen, ob der dann auch verschlüsselt. Und das Gleiche gilt auch für die Serverstandorte, die ich vorhin erwähnt hatte. Auch da prüfen wir die Mail-Server mit. Denn was bringt das, wenn die Webseite Server in Deutschland hat, aber man jetzt irgendwie eine E-Mail zum Beispiel dahin schickt und die E-Mail dann jetzt auf amerikanischen E-Mail-Servern landet? Insofern ist auch das ein Punkt, den wir prüfen. Genau, bei Webseiten gibt es dann zusätzlich noch verschiedene andere Encryption-spezifische Sachen, wie zum Beispiel diesen Strict Transport Security Header, der den Browser eben anweist, dass er diese Webseite nur per HTTPS aufrufen darf und unter keinen Umständen eben zulassen darf, dass der Nutzer ohne HTTPS mit der Webseite spricht. Und da gibt es auch Preloading-Listen, das heißt, dass also sozusagen in den Browser schon einkompiliert ist, die Liste der Domains, die das eben preloadet haben. Und dann kann eben von vornherein diese Webseite dann wirklich nur noch mit HTTPS aufgerufen werden. Wenn dieses Preloading entsprechend nicht gemacht wird, dann würde das eben erst dann gelten, sobald die Webseite mindestens einmal vorher schon aufgerufen wurde. Genau, dann gibt es auch noch Public Key Pinning, das ist mittlerweile wahrscheinlich so ein bisschen obsolet, wo einige Browser das jetzt schon nicht mehr machen wollen. Von daher ist das bei uns nur noch ein Informational Check, der also nicht in die Bewertung sozusagen eingeht. Aber wir prüfen eben trotzdem mit, ob die Webseite so einen Public Key Pinning Header setzt. Und dann, genau, das hatte ich eben schon angesprochen, die automatische Weiterleitung zu HTTPS, die natürlich nur beim Webserver Relevanz hat, weil der E-Mail-Server, der kann ja nicht von sich aus zu HTTPS weiterleiten. Genau, und dann gibt es noch verschiedene andere Angriffe. Das sind zum Beispiel diese Informationslecks, die auch Tobias schon viel angesprochen hatte, dass zum Beispiel irgendwie ein Datenbankdump auf der Webseite rumliegt oder dass ein privater Key da vielleicht sogar rumfliegt. Aber was auch sehr oft vorkommt, ist, dass zum Beispiel eine php-info.php-Datei auf der Webseite liegt, die dann den gesamten Debug-Log des Servers im Zweifel beinhaltet und Angreifer dann auch mit wertvollen Informationen versorgen kann. Und dann auch noch verschiedene weitere Security-Header, zum Beispiel eine Content-Security-Policy,
die dann eben halt auch versucht, im Browser direkt verschiedene Arten von Angriffen abzuwehren, damit der Nutzer eben da, beziehungsweise damit die Webseite da eben nicht anfällig ist. Ja, dann gibt es entsprechend aus diesen Checks wird dann sozusagen ein Ranking aufgebaut. Das heißt, innerhalb dieser Gruppen, das sieht man dann hier so ein bisschen, okay, Laserpointer, der bringt nicht so viel, dass dann entsprechend pro Gruppe werden alle Checks einzeln bewertet. Und in dem Moment, wo sämtliche Checks in einer Gruppe eben gut verlaufen sind, dann gibt es so einen grünen Haken, das sieht man ganz oben. In dem Moment, wo mindestens ein Check nicht gut verlaufen ist, dann gibt es nur noch ein oranges Ausrufezeichen. Und in dem Moment, wo entweder alle Checks negativ verlaufen sind oder mindestens ein Check kritisch ist, dann gibt es eben so ein X, wobei kritisch sind die Checks dann, wenn zum Beispiel, was wir beschlossen hatten, dass bei der fehlenden Weiterleitung zu HTTPS betrachten wir das als kritisch, weil, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ein durchschnittlicher Nutzer dann eben von dieser Verschlüsselung gar nicht profitieren würde, weil er sie eben nie einsetzen würde. Und das ist jetzt die Übersicht von privacyscore.org, nicht? Wenn man eine Liste aufmacht, dann sieht man das. Dann sieht man zuerst natürlich die Beschreibung der Liste selbst, was man gerade anschaut, und dann diese kurze Übersicht darüber, wie die Gesamtliste jetzt performt hat. So, und ist ja auch vielleicht schon interessant zu wissen, dass wenn es jetzt hier 300 Krankenversicherungen gäbe und davon sind irgendwie 100 wenigstens kritisch, das war auch schon vielleicht eine Information, die eine gewisse Relevanz hat für den einen oder anderen. Und naja, dann gibt es eben die Ergebnisse, wie Pascal gesagt hat. Aber das ist das zentrale Element von privacyscore.org, das Konzept von Listen, von annotierten Listen. Und das ist eben, wenn man irgendeine von diesen Listen anschaut, dann sieht man eben das. Und die Idee ist auch mit einem relativ simplen, erstmal mit einer simplen Übersicht zu beginnen und dann mehr Details aufzumachen, wenn der Benutzer sich offensichtlich für mehr Details interessiert. Aber erstmal mit einer Art Ampelsystem anzuzeigen, wie ist überhaupt die State of the Union, so ganz grob. Und dann kann man tiefer einsteigen. Genau, dann ist es ja auch noch so, dass wir dem Nutzer eben möglichst viel Kontrolle über unser Tool geben wollen. Das heißt, er soll möglichst dieses Ranking auch ein bisschen beeinflussen können. Bisher funktioniert es nur darüber, dass er die Reihenfolge von diesen Gruppen verändern kann. Also, dass er sozusagen von diesen vier Checkgruppen, die ich ihm vorgestellt hatte, die Priorisierung festlegen kann. Wobei das dann immer so ist, dass das von links nach rechts diese Gruppen alle durchgeht. Das heißt, zunächst werden alle, die in der Gruppe, die ganz links ist, in grün sind, nach oben gepackt. Wenn da Gleichstand ist, wird die zweite Gruppe verglichen und so immer weiter. Das heißt, auf diese Weise kann der Nutzer dann die Priorisierung von diesen Gruppen verändern und dadurch dann das Ranking beeinflussen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Wesentlichen auf Tracking Wert legt, dann würde er eben No-Track ganz nach links schieben, wie das hier der Fall ist. Oder auch wenn zum Beispiel jemand auf E-Mail besonders Wert legt, dann könnte er Mail nach links verschieben und darüber eben das Ranking beeinflussen. Prinzipiell ist auch zumindest langfristig geplant, dass man diese Checkgruppen und generell das Ranking relativ frei wählen kann, aber bisher sind das eher abstrakte Ideen. Also da gibt es bisher leider auch mangels Kapazitäten noch keine konkrete Umsetzung. Send Patches. Genau, fühlt euch frei, da mitzuwirken und auf GitHub reinzuschauen und vielleicht auch Ideen, wie man das konkret umsetzen könnte, weil das eben halt ja uns auch noch gar nicht richtig klar ist, wie man eigentlich so ein Ranking gut für den Nutzer konfigurierbar machen kann. Also wenn da Ideen sind, dann freuen wir uns, wenn ihr da auf uns zukommt. Ja, und dann gibt es neben den Listen auch noch die Detailergebnisse, die dann jeweils für eine einzelne Seite sind, die wirklich diese Checks hier Check für Check durchgehen, dann einmal anzeigen, was dabei rausgekommen ist. Hier rechts gibt es auch noch einen Hinweis, wie zuverlässig das ist. Also manche Checks, zum Beispiel auch der Serverstandort, ist im Zweifel dann eben unzuverlässig, wenn zum Beispiel Content Delivery Networks genutzt werden oder eben andere Dinge, die dazu führen können, dass der Serverstandort anders aussieht, als er tatsächlich ist. Genau, und dann kann man das Ganze auch noch aufklappen. Dann gibt es dann noch einen zusätzlichen erklärenden Text, der dann einmal erklärt, was ist das überhaupt und unter welchen Umständen besteht die Webseite das und was für Konsequenzen hat das jetzt eigentlich, wenn eine Webseite hier jetzt schlecht ausgefallen ist. Gerade auch unter dem Hintergrund, dass Privacy Score sich eben an sozusagen durchschnittliche Nutzer richtet, die all diese technischen Details im Zweifel gar nicht kennen und dann ein bisschen mehr Erklärungstext benötigen. So, dann kommen nun diese typischen Informationslags. Also hier oben sind ein paar verschiedene Beispiele, zum Beispiel eine PHP-Infodatei oder eine Test.php oder auch SQL-Dumps
oder Zertifikate, die auch teilweise unter Domainname.key liegen. Das heißt, da setzen wir dann auch tatsächlich dynamisch den Domainnamen der Webseite ein und versuchen das dann abzurufen. So, hier ist zum Beispiel ein PHP 5.3.10, das wir in der Wildnis gefunden haben, das dann eben schon relativ alt ist. Hier zum Beispiel der Kernel sieht man hier jetzt, der wurde irgendwie 2016 gebaut. Und seitdem gab es dann auch schon diverse PHP-Sicherheitsupdates, die alle möglichen gefährlichen CVEs entsprechend geschlossen haben, die eben halt, wenn man das jetzt so sieht, dass, diese Webseite relativ leicht angreifen lassen würden, weil dieses PHP eben relativ alt ist und es für die meisten von diesen CVEs wahrscheinlich auch schon fertige Exploits gibt, die man nur noch ausführen braucht und dann Zugriff auf die Webseite gewinnt. Ja, und das haben wir nicht zusammengesponnen. Ne? Also mangels Vorbereitung haben wir das gerade noch in einer halben Stunde zuvor geklickt und haben uns die Screenshots rausgeholt. Also das ist jetzt nicht zusammengesponnen, das ist jetzt, im Prinzip ist es gerade live. Also Informationen von jetzt. Und ja, also das PHP war damals schon alt und das Linux, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Linux 2.6er-Kernel aufgerufen habe. Also das, so alt sind wahrscheinlich hier die wenigsten im Raum. Also kann man natürlich argumentieren, naja, mein Gott, PHP-Info, ne? Also Standard gibt es überall, das ist so what. Und ist ja auch richtig, ist ja nicht unmittelbar ein Problem für die Security oder die Privacy an der Webseite. Also weil da steht ja auch erstmal nichts Security- oder Privacy-mäßiges drin. Die Argumentation, warum das problematisch ist, ist eben, dass es dem Angreifer Informationen gibt, wie dass der Kernel 6 Jahre alt ist und dass die PHP-Version, mein Gott, das sind wenigstens 3 Patches, aber wir haben ja hier, also wenigstens 4 Patch-Level sind übersprungen und wir haben hier gleich die CVEs und wir können das potenziell, mit dieser Information können wir dann die Webseite besser aufmachen. Ja. Genau, noch ein weiterer Server-Lag ist dann hier so ein Apache-Server-Status, wovon man auch mehrere findet, die dann eben alle Zugriffe auf die Webseite loggen und noch weitere Debug-Informationen, die eigentlich nicht öffentlich sein sollten, die dann im Zweifel sogar, hier ist es jetzt glaube ich nur, genau, hier sieht man jetzt eine IP zum Beispiel vom Client, das heißt, dann kann man im Zweifel sogar die IP-Adressen der Nutzer herausfinden und noch im Zweifel auch hier wieder Informationen, die einem helfen, den Server gezielt anzugreifen. So, das hier ist dann ein Git-Repository gewesen, das auf einer Webseite auch öffentlich rumflog, wo dann zum Beispiel auch hier irgendwie Passwortzugänge, also für den Passwortschutz der Webseite mit committed waren. Ja, also wir sind große Open-Source-Freunde, wie gesagt, und wir freuen uns immer ganz besonders, wenn wir Git-Repositories auf den Webseiten finden und dann abziehen können. Das ist immer ganz schön, insbesondere wenn dann Credentials mit rumhängen in dem Git-Repository, aber vermutlich ist das nicht die Intention des Webseitenbetreibers, gleich die Passwörter der Staging-Environments und der Datenbank-Hosts und so mit zu exposen. Vermutlich. Ja, genau, das ist dann halt auch oft eine Konsequenz davon, dass einfach zum Beispiel per FTP so das gesamte Lokale hochgeladen wurde und dann eben vergessen wurde, das Git-Repository auszunehmen und dann einfach durch sozusagen durch Unwissenheit der Administratoren das dann eben mit da landet, wo es nicht landen soll. Genau, hier ist noch ein weiteres Apache-Server-Status, das auch noch in der Wildnis sozusagen rumfliegt. Und das hier ist ein SQL-Dump, wobei hier das besonders Witzige ist, dass der irgendwie quasi 500 Megabyte groß ist und das dann entsprechend auch ein ziemliches Datenreichtum ist. Dass ja da offensichtlich ein SQL-Dump der gesamten Datenbank rumliegt, der anscheinend ziemlich viele Daten beinhaltet. Und hier ist auch ein Auszug aus einem, hier wird eben eine Tabelle angelegt und dann sieht man hier auch, dass tatsächlich anscheinend ein Nutzername und zumindest ein gehashtes Passwort damit drin steht. Und das sind definitiv Daten, die da eigentlich nicht offen rumfliegen sollten. Na, wenigstens wissen wir, dass sie die Passwörter gehasht speichern. Vielleicht ist das ja mit Absicht, liegt das darum, dass der Auditor sehen kann, dass die Passwörter nicht im Klartext rumliegen. Immerhin. Genau. Ja, und hier auch nochmal eine Nummer besser, ein RSA Private Key, der im Idealfall vielleicht sogar noch zu dem Zertifikat der Webseite gehört. Auch solche Sachen fliegen zumindest vereinzelt tatsächlich auf Webseiten rum. Genau. Und also von jetzt, ne? Also ist 2018. Man könnte meinen, wie schwierig kann es sein, eine Webseite zu betreiben. Stellt sich raus, ist nicht trivial. Und also die Dinge passieren jetzt gerade. Das haben wir eben, wie gesagt, vor einer halben Stunde mangels Vorbereitung gerade eben erst auseinander, aus dem Web, aus unseren Ergebnissen rausgezogen. Genau, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, wir scannen ja jetzt Webseiten, die Nutzer geben eben URLs bei uns ein und dann scannen wir daraufhin dann die Webseite. Das machen wir jetzt ohne vorher den Betreiber zu fragen, ist das eigentlich okay
Und ja, im Prinzip erzeugt das ja im Zweifel auch ein bisschen Last, wenn wir jetzt SSL testen und dann mehrere Handshakes fahren. Das heißt, dann gibt es natürlich auch rechtliche Fragestellungen, ist das überhaupt rechtlich zulässig, dass man ohne vorher um Zustimmung zu fragen Webseiten scannt? Dürfen wir eine Webseite aufmachen? Ist ja Deutschland hier. Kann man nicht einfach so eine Webseite besuchen? Muss man sich fragen. Dürfen wir eine Webseite besuchen? Ja oder nein? Ist nicht trivial, die Frage. Weil also das PrivacyScore.org ist im Wesentlichen ein automatisierter Firefox. Also wir machen jetzt keinen, irgendwie fancy Exploit-Toolkits oder so. Wir machen instrumentalisieren Firefox. Das machen auch nicht wir selbst. Wir benutzen OpenWPM und das brauchst dann die Webseite. Ne? Also ruf die URL in Firefox auf und dann, sobald das bei der Seite geladen ist, geht da wieder zu. Kann man sich die Frage stellen, darf man das in Deutschland? Darf man das? Genau, die Frage wollen wir eigentlich auch so gar nicht im Detail beantworten. Also die Kurzfassung ist ja, das darf man. Es gab da auch ein etwas längeres Paper zusammen mit Juristen, das kann man sich hier unter dem Link dann später nochmal abrufen. Da gibt es dann auch eine etwas längere, ausführlichere juristische Behandlung des Themas. Aber das Fazit ist, grundsätzlich ist der Betrieb erlaubt. So ein bisschen, was Tobias ja auch gerade angedeutet hatte, effektiv rufen wir eigentlich auch nur Webseiten auf, wie das jeder normale Nutzer tut. Genau, aber neben den rechtlichen Fragestellungen gibt es natürlich auch ethische. Das ist eben ein Dual-Use-Tool. Das heißt, auch als Angreifer kann ich da jetzt Webseiten scannen und sehe dann, da liegt irgendwie ein .git rum, wo im Zweifel auch wieder Passwortdateien drin sind. Das heißt, hier muss man sich jetzt schon auf ethischer Ebene fragen, ist das überhaupt in Ordnung, dass wir das jetzt den Leuten so einfach machen? Dementsprechend, nee, so einfach machen wir das den Leuten gar nicht. Das heißt, wir haben zum Beispiel nicht irgendwie eine Liste, wo dann alle URLs drinstehen, wo zum Beispiel ein Git-Repository lag, sondern eben diese Information nur gezielt auf den Detailseiten zu den Seiten anzeigen. Das heißt, diese Liste von allen Seiten, die solche Leaks haben, müsste man sich dann schon noch selber zusammenstellen. Und gleichzeitig machen wir auch ein Rate-Limiting, weil andernfalls könnte ja jetzt jemand ankommen und 10-mal pro Sekunde die gleiche Webseite mit Privacy-Score scannen und damit dann im Zweifel vielleicht über DOS sogar den Server Alarm legen. Dementsprechend erlauben wir das, ich glaube, aktuell nur alle halbe Stunde pro Webseite, dass eben eine Webseite nur alle halbe Stunde gescannt werden kann und dadurch dann eben nicht DOS-Angriffe über Privacy Score gefahren werden können. Und außerdem haben wir auch noch ein Blacklisting auf Wunsch. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Webseitenbetreiber ankommen und sagen, ich finde das jetzt aber gar nicht gut, dass meine Webseite hier nicht auf dem ersten Platz in der Liste ist, dann kann man eben auf Wunsch in dieses Blacklisting aufgenommen werden. Das bedeutet dann, dass wir in Zukunft keine weiteren Scans dieser Webseite mehr machen und die Webseite auch aus dem Ranking so gesondert hervorheben in einer Liste der geblacklisteten Seiten. Das heißt, wir haben einmal die einmal die Listen und das Ranking der Seiten. Und dann außerdem noch mal einen Abschnitt geblacklistete Seiten. Stellt sich raus, dass Krankenkassen nicht so gerne möchten, dass sie unten im Ranking sind. Jetzt sind sie ganz unten auf der Blacklist. Genau. Ja, dann kommt jetzt der Aspekt der technischen Umsetzung. Das alles war jetzt so generell das Konzept und die Motivation dahinter. Jetzt auch noch mal ein bisschen die technischen Details. Wie machen wir das eigentlich? Wie sieht unsere Infrastruktur aus? Das heißt, wir haben zunächst so ein Master, auf dem läuft zum einen das Webinterface, also privacyscore.org, wo jetzt der Nutzer sich über diese Ergebnisse informieren kann und wo er auch neue Scans veranlassen kann und URLs eingeben kann. Und dann haben wir außerdem im Hintergrund relativ viele Worker, die dann das tatsächliche Scannen durchführen. Das heißt, unser Master, der gibt dann Aufträge an diese verschiedenen Worker. Und diese Worker, die arbeiten diese Aufträge dann alle ab und geben ihre Ergebnisse hinterher zurück an den Master. Aktuell ist das noch über ein RabbitMQ mit Celery, der die Aufgaben an die Worker verteilt und dann über ein Redis zurückgibt und dann hinterher wird das alles in der Postgres-Datenbank gespeichert. Wir arbeiten allerdings an einer Version, die auch das Queue-Management direkt mit Postgres macht. Das ist vermutlich noch ein bisschen in der Zukunft, bis das fertig ist. Aber wir versuchen auch im Rahmen der GPN 18 ein bisschen daran weiterzuarbeiten. Also wenn ihr Lust habt, mitzuarbeiten oder auch für Checks vielleicht einfach kleinere Ideen habt, die eben nicht direkt diese ganze Infrastruktur betreffen, dann könnt ihr auch gerne mal bei uns vorbeikommen. Und vielleicht arbeiten wir dann ja auch gerade in dem Moment daran und können euch auch dabei unterstützen, uns zu helfen. Ja, es gibt am Bamberger Tisch hier drüben gibt es ein paar Leute, die privacyscore.org machen und da, also wenn ihr noch weitere Fragen, Kommentare oder am besten auch Patches habt oder Zeit und Lust habt, Patches zu schreiben, dann ist der Bamberger Tisch die richtige Adresse. Genau. So, das war jetzt einmal die Infrastruktur an sich, wie die Aufgaben eigentlich verteilt werden. Dann gibt es zudem noch, ich hatte ja von die Checks vorgestellt,
Die werden nun aber nicht direkt beim Scannen ausgeführt, sondern beim Scannen werden sozusagen erstmal nur Fakten gesammelt. Das heißt, wir haben verschiedene sogenannte Scan-Module, also zum Beispiel Network, das macht dann grundlegende Dinge wie DNS-Abfragen, dass es eben guckt, was für A-Records hat das. Dann gibt es noch testssl.sh, das ist ein in Bash geschriebenes Skript, das die in verschiedenen SSL-Prüfungen macht, um eben zu gucken, ist das Zertifikat gut, werden alte SSL-Versionen angeboten und solche Dinge, die eben SSL betreffen. Und dann wird außerdem noch OpenBPM genutzt, um eben, das hatte Tobias ja schon erklärt, dass dann ein Firefox instrumentalisiert wird, um wie ein echter Browser diese Webseite aufzurufen. Genau, all diese Scan-Module sammeln entsprechend sozusagen Fakten. Das heißt sowas wie SSL2 vorhanden, ja oder nein, das ist ja jetzt erstmal ein Fakt und die Bewertung, dass das schlecht ist, die würde dann später kommen. Das sind dann sozusagen diese Checks, die ich vorhin vorgestellt hatte, die also erst während der Auswertung ausgeführt werden. Das heißt auch diese Checks, die könnte man jetzt relativ leicht noch verändern, weil die ja nur auf diesen Fakten beruhen, die zur Scanzeit gesammelt werden. Das heißt, wir könnten jetzt noch die Checks verändern und damit dann sozusagen auch rückwirkend für die Scanergebnisse von vor längerer Zeit das Ranking entsprechend anpassen. Wenn sich jetzt zum Beispiel herausstellt, oh, TLS 1.0 ist jetzt auch kaputt, jetzt sollte man kein TLS 1.0 mehr verwenden. Genau, und dann eben noch HTTPS vorhanden, bekannte Tracker und all diese anderen Checks, die ich vorhin noch vorgestellt hatte. Ja, dann kommen jetzt noch verschiedene Statistiken. Das sind zunächst einmal die Gesamtstatistiken. Also wir betreiben so im Wesentlichen seit ungefähr Juni letzten Jahres ist privacyscore.org aktiv. Und seitdem gibt es jetzt mittlerweile 73.000 Seiten in unserer Datenbank und knapp 500.000 Scans. Also die Webseiten werden dann auch regelmäßig immer neu gescannt, weil ein wesentlicher Gedanke ja auch der ist, dass wir über die Zeit eben Veränderungen feststellen wollen. Also im Zweifel auch erkennen können, dank Privacy Score oder dank dieser einen Liste, die wir sehr publik gemacht haben, hat sich jetzt was verbessert. Und deshalb scannen wir regelmäßig diese Seiten auch neu. So, HTTPS ist dabei auf ungefähr 44% der Webseiten verfügbar, 40% davon nutzen sogar auch eine Umleitung, aber 3% dieser Seiten, die bieten noch veraltete SSL 2 oder 3 Versionen an, teilweise sogar SSL 2, was ja nun mittlerweile wirklich sehr alt ist und echt nicht mehr genutzt werden sollte, also genau wie SSL 3 an sich. Genau, und dann gibt es noch diese Informationslags. Insgesamt haben wir auf 4% dieser Webseiten Informationslags gefunden, 2,6 davon diese Status- oder Debug-Informationen, also insbesondere diese PHP-Infoseiten sind eben sehr beliebt. Auf 0,7%, also knapp über 500 sind es immerhin auch, dass wir solche Git- oder SVN-Repositories gefunden haben. Auf 102 Seiten haben wir Datenbankdumps gefunden und auf 10 Seiten immerhin auch private RSA-Keys oder beziehungsweise private Keys generell. Und dann noch Cookie-Statistiken. Im Mittelwert werden auf den Seiten 16,9 Cookies verwendet, davon 11,1 im Durchschnitt für Third-Party-Tracking. So, aber jetzt haben wir da hier natürlich Gesamtstatistiken. Das ist insofern ja nicht so spannend, als dass hier ja im Prinzip keine konkrete Gruppe von Webseiten, die man miteinander vergleichen kann, herrscht. Das heißt, wir haben das auch für die deutschen Kommunen noch einmal gemacht. Also das ist eine Liste mit 8.500 deutschen Kommunen. Das ist sogar eine umfassende Liste, die tatsächlich alle Kommunen, die irgendwie mal zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Webseite hatten, beinhaltet. Genau, und die haben wir inzwischen 106.000 Mal gescannt. Hiervon haben nur 21% dieser Seiten HTTPS, was entsprechend weniger ist als bei den Gesamtstatistiken. Aber dafür machen hier in diesem Fall tatsächlich sämtliche Webseiten, die HTTPS haben, auch eine Umleitung. Und veraltetes SSL wird bei 1% der Webseiten genutzt. Informationslags kommen ja auch ein bisschen weniger vor, das sind bei knapp unter 3%. Und auch hier ist die Verteilung, dass im Wesentlichen das Status- und Debug-Informationen sind und eben vereinzelt Repositories und Datenbankdumps. Und was man hier aber sieht, ist, dass im Vergleich zu den Gesamtstatistiken deutlich weniger Cookies eingesetzt werden. Das heißt, hier liegt der Durchschnitt bei 1,7 Cookies und davon auch nur 0,3 für Third-Party-Tracking. Das heißt, das ist im Vergleich zu diesen Gesamtstatistiken schon mal deutlich besser. So, und dann soll jetzt ja auch noch diese Zeitkomponente mit hereinkommen. Das heißt, wir haben nicht nur für Mai 2018 jetzt einmal diese Daten, die hier sind, sondern auch im November haben wir diese Daten einmal gesammelt. Da gab es entsprechend erst 70.000 Scans dieser Seiten. Und es waren noch etwas weniger Seiten, die HTTPS angeboten haben. Da waren es 1.600. Aber auch da war es immerhin schon so, dass jede Webseite, die HTTPS angeboten hat, auch tatsächlich dahin umleitet. Das heißt, auch da war das schon relativ gut.
Genau, das heißt, man sieht hier, auch bei den veralteten SSL-Versionen ist das gleichzeitig auch zurückgegangen seit November. Das heißt, in beiden Fällen eine positive Veränderung. Genau, die Informationslags sind dann seitdem allerdings überraschenderweise hochgegangen. Ja, was das nun für genaue Ursachen haben mag, ist unklar, aber das hat sich in der Hinsicht dann verschlechtert. Und genau, die Cookie-Werte, die haben sich minimal im Durchschnitt erhöht seit November. Auch hier ist wieder unklar, woran das jetzt konkret liegen mag. Genau, das heißt, das ist im Zweifel auch eher eine schlechte Entwicklung, wobei man könnte auch argumentieren, dass das in dem Fall eher neutral ist, solange es eben keine Third-Party-Tracking-Cookies sind. Denn ja, Third-Party-Cookies kann man ja auch aus sehr legitimen Gründen nutzen, um zum Beispiel eine CSRF-Protection einzubauen. Genau, dann gibt es auch noch eine ganz lustige Beobachtung. Also man sieht hier einmal die Top 20 Städte sortiert nach den bekannten Trackern und den Third-Party-Servern. Und wenn man nun einmal hier all die mit Punkten sieht, das sind all die Webseiten, die von Media-Agenturen betrieben werden. Das heißt, man sieht, es sind irgendwie verdächtig viele Punkte im oberen Bereich der Tabelle und relativ wenige im unteren Bereich. Na, um die Eingangsfrage aufzugreifen, ist Hamburg besonders gut oder besonders schlecht, wenn es um Tracking geht? Nicht? Ist es normal, dass wenn ich bei hamburg.de mich über Sozialhilfe informiere, dass dritte Parteien darüber Kenntnis erlangen? Und wir können jetzt konstatieren, so normal ist das tatsächlich nicht. Hamburg ist von den größten Städten jedenfalls auf Platz 1, was das Tracking betrifft. Jetzt haben wir die Antwort für die eingangs gestellte Frage. Nicht? Und jetzt können wir eben mit der Hypothese weiterarbeiten oder neue Hypothesen aufstellen, woran das denn liegen mag. Und ein Grund könnte eben sein, dass Hamburg.de als große Stadt mit viel Geld das nicht selber macht, sondern machen lässt von eben einer externen Firma. Und diese externe Firma macht das so, wie sie das immer macht mit all ihren Kunden. Die betten natürlich die Third-Party-Fonts und weiß nicht, das jQuery aus dem CDN und alles das, was die großen Jungs eben im Web machen, machen die Jungs eben halt auch für Hamburg.de. Und nicht nur für Hamburg.de, sondern eben diese anderen Städte im Zweifel auch. Ja, das wäre dann auch schon alles, was wir da mit auf den Weg geben wollten. Und wie gesagt, wir werden im Rahmen der GPN 18 wahrscheinlich ein bisschen im Privacy Score weiterarbeiten. Und wenn da Ideen sind oder auch Bereitschaft, da mitzuarbeiten, dann kommt gerne auf uns zu. Und es ist ja auch nicht so, dass man nur die Infrastruktur machen kann, sondern zum Beispiel diese Scan-Module, die sind dann eben relativ kompakt. Das sind einfach nur Python-Module, die im Trivialfall einfach nur eine DNS-Abfrage machen oder einfach nur ein paar bestimmte, für die Server-Leaks zum Beispiel, ein paar bestimmte URLs abrufen. Und da muss man entsprechend gar keine fundierten Kenntnisse von der tatsächlichen internen Infrastruktur haben. Aber auch wenn zum Beispiel Ideen da sind, wie man dieses Ranking für die Nutzer besser machen könnte, da sind wir für Ideen gerne offen. Genau, oder ja, vielleicht sonst jetzt auch gleich, wenn jetzt noch Fragen sind, dann können wir die sicher gerne beantworten. Genau, jetzt haben wir hier, glaube ich, noch Send Ideas, Send Lists, weil wir haben ja das Konzept von den Listen mit vergleichenden Elementen und Attributen. Und also privacyscore.org lebt davon, dass es dort Listen gibt. Also wenn ihr jetzt eine Idee habt von einem Business-Sektor oder so, den man mal abscannen und vergleichen könnte, dann lade diese Liste hoch und macht Ergebnisse zum State of the Web. Und selbstverständlich Bug-Reports nehmen wir gerne entgegen, entweder per E-Mail, die wir hier da ist gut genug, ja. Die wir da rumzustehen haben oder natürlich am besten über das GitHub-Interface. Und selbstverständlich nehmen wir am allerliebsten fertige Patches an. Und jetzt sind wir noch da für Fragen und Diskussionen. Also auch gerne für weitere Checks, die man machen könnte oder für weitere Daten, die man erheben könnte oder Experimente, die man machen könnte. Dafür sind wir da. Vielen Dank. Gibt es spontan Diskussionsbeiträge? Haben wir einen Mic? Ja, da kommt das Mikrofon. Ja, erstmal danke für den Talk. Eine Idee für einen Check, den ihr vielleicht schon auf der Roadmap habt. Habt ihr über DNSSEC nachgedacht? Ja, es gibt tatsächlich die neuere Version von privacyscore.org, die wir gerade testen, die noch nicht live geschaltet ist, die hat ein paar Tests diesbezüglich. Auch wenn, DNSSEC ist so ein bisschen wie HTTP Public Key Pinning, muss man mögen, sage ich mal. Ist nicht für jedermann. Aber hoffentlich kriegen wir ja bald das fein granulare Ranking sozusagen. Dann kann man sich anklicken, ob man DNSSEC gut findet oder nicht.
Aber ja, sehr guter Punkt. Das kann man machen. Ja. Ja, auch danke, dass ihr das versucht, das Web besser zu machen. Meine erste Frage ist, wenn man so einen Private Key findet, man macht erstmal einen Facepalm natürlich, aber dann? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. In meinem allerletzten Vortrag diesbezüglich habe ich da relativ viel Zeit drauf verwendet, weil das ist katastrophal. Also ist wirklich schlecht. In dem konkreten Fall haben wir Unis gescannt, nicht? Unis haben eigentlich kein Interesse daran, weiß ich auch nicht, dich zu tracken oder die Serverlogs öffentlich rumliegen zu lassen. Und da könnte man meinen, dass die Leute hinreichend, wie soll ich sagen, Zeit haben, um das Böse zu formulieren in der Behörde, um sich darum zu kümmern. Aber es ist erstaunlich schwierig, solche Reports abzuliefern. Also es ist wirklich katastrophal schwierig. Für diese rund 20 oder was ich da gefunden oder was wir gefunden hatten, Dinge, war kein Private Key mit dabei, aber Git Repositories und Server Logs und so, habe ich knapp 100 E-Mails in meiner Inbox, die ich hin und her geschickt habe, weil es sehr schwierig ist, diese Reports abzuliefern. Und ja, falls ihr entweder selber Webseiten betreibt oder jemanden kennt, der Webseiten betreibt, dann bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass es ein Security-Ad gibt. Oder wenigstens Webmaster-Ad oder so. Es gibt das RFC 2142, glaube ich, oder 43, das vorsieht, dass es solche Adressen gibt. Und bitte, bitte sorgt dafür, dass es diese Mail-Aliase gibt. Falls jemand Angst vor Spam hat, fair enough, ist ja E-Mail ist ja im Prinzip ein totes Pferd. Es gibt auch relativ hippes .wellknown/security.txt. Und da ist dann die Idee, dass man dort auch Security-Contacts hinterlegt. Ja, wir haben auch, um das noch ein bisschen dramatischer zu machen, wir sind dann auch übers CERT gegangen und haben dann über das CERT die jeweiligen Unis informiert und da ist dann auch eigentlich nichts passiert. Und ja, ist ein bisschen polemisch, ist nicht ganz so schlimm, wie ich das darstelle, aber es ist schon insgesamt sehr schlecht und es ist auch manchmal ein bisschen, ist es auch tatsächlich kein Problem, wenn die PHP-Info rumliegt. Weil, naja, tatsächlich ist das häufig der Fall bei so Shared-Hostern, bei so, ne, weiß nicht, Strato oder weiß nicht, All-Inkle oder wie sie alle heißen. Und von denen, wie soll ich sagen, das ist deren Business, dass sie die Server auch up-to-date halten. Und das ist egal, ob dann Enterprise Linux von 2010 läuft, weil also Red Hat wird immer noch bezahlt dafür, dass der Kasten da sicher gehalten wird. Und dann ist das auch okay. Aber deswegen ist auch nicht immer alles ein Problem, was sozusagen bei uns aufschlägt und was wir feststellen. Ein bisschen grundsätzlichere Frage, warum bietet ihr die Option an, dass Seiten blacklisted werden, wenn ihr rechtlich auf einem relativ sicheren Fuß steht? Naja, es gibt ja Recht haben und Recht bekommen sind ja zwei Sachen und während wir durchaus der Meinung sind und das auch relativ lautstark vertreten, dass es okay ist, eine Webseite aufzumachen und dann der Welt zu erzählen, was dann passiert, sind auch wir nur begrenzt ausgestattet mit Zeit und Lust und Nerven und Geld, sich um die Konsequenzen dann zu kümmern. Und für uns ist eigentlich ist sogar gut, wenn wir die Blacklist haben, weil dann haben wir weniger Ressourcen, die wir für das Scannen von Webseiten aufbringen müssen. Und ja, also es ist so ein bisschen ein Entgegenkommen, um einfach den Stresslevel ein bisschen niedriger zu halten. Und wir verstecken das ja nicht, die Tatsache. Also es ist ja nicht so, dass sich jemand, weiß ich auch nicht, vom Scan freikauft oder von dem schlechten Platz freikaufen kann. Wir sind ja kein IO oder so, die diesen Adblock Plus betreiben, wo du dich mafiös wieder freikaufen kannst, sondern es wird dann halt da angezeigt als Blacklist und so. Ja, ich bin auch, muss ich gestehen, kein richtig großer Fan davon, aber tatsächlich muss ich auch gestehen, dass ich keinen Bock habe, mich mit Leuten zu streiten, sondern ich will eben das Web ein bisschen besserer und sicherer machen und wenn jemand meint, da nicht mitspielen zu müssen, dann wollen wir ihn auch nicht zum Glück zwingen. Weitere Wortmeldung. Doch noch eine. Sehr schöne Diskussion, gefällt mir sehr gut. Du hast sehr viel Wert auf diese Listen gelegt. Haben das ja genau, weil diese Scanner, nochmal, also diese Scanner gibt es zuhauf, ne? Für einzelne Webseiten gibt es wirklich echt nicht hunderte, aber ein Dutzend von diesen Scannern, die auch sehr detailliert dir sagen und noch viel besser als wir das können, wie jetzt eine spezielle Webseite performt. Aber das vergleichende Element, behaupten wir, ist das Novum. Ja, und genau darum gibt es dann schon Leute, die das aufgegriffen haben und irgendwelche besonderen Sachen schon herausgefunden haben, also die da wirklich schon Arbeit reingesteckt haben, weil das ist ja so ein bisschen Big Data Analyse. Kann ich mir vorstellen, dass das irgendwelche Studis in ihrer Bachelor-Thesis machen oder sowas. Habt ihr da schon irgendwie solche Sachen erlebt? Völlig richtiger Punkt, das ist die Idee, dass wir da hinkommen. Da
brauchen wir ein bisschen Methodenkompetenz in Richtung Data Science und vielleicht auch ein bisschen diesen Big Data Bereich, wobei wir haben gar nicht so richtig Big Data. Aber ja, also das wollen wir tatsächlich machen und wir haben auch ein paar Ergebnisse, auf der Webseite sind ein paar Paper verlinkt, ein bisschen gibt's, aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Also ich glaube, mit den Daten kann man noch deutlich, deutlich mehr machen als das, was wir bisher gemacht haben. Und also im Kern sind wir Informatiker und keine, weiß ich auch nicht, Statistiker oder Data Scientists. Da können wir also durchaus noch, wie soll ich sagen, noch Hilfe gebrauchen und können wir unter die Arme genommen werden und ja, dass uns da jemand mit Methodenkompetenz ausstattet. Oder auch die richtigen Fragen stellen, ist ja nicht nur, also die Daten haben ist das eine und dann die richtigen Fragen über diesen Daten zu stellen ist das andere. Drei, zwei, eins, verkauft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wir hängen noch hier rum und dann am Bamberger Tisch und so. Bis später hoffentlich.